Herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von BLK Regional am Freitagabend. Jetzt ist es da, das vierte Adventswochenende, und dann ist es nicht mehr lang hin bis zum Heiligen Abend. Besonders unsere Kinder sind ja schon ganz zappelig. Wir kommen aber erst einmal zu unserem ersten Beitrag. Unser Landkreis verfügt über eine bunte Palette an Vereinen. Nicht nur Kinder und Jugendliche schätzen die Betätigung unter Gleichgesinnten. Im neuen Jahr möchten wir Ihnen in einer losen Serie einige Vereine an dieser Stelle einmal näher vorstellen. Und die Eisenbahn, die startet ja als Verkehrsmittel seit dem 9.12. im Burgenlandkreis in einem ganz besonders neuen Licht. Denn an diesem Tag wurde die neue Schnellbahnstrecke Leipzig-Halle-Erfurt durch die Kanzlerin offiziell und feierlich eröffnet. Und seit dem 13.12. rollt hier planmäßig der ICE-Schnellbahnverkehr. Mit der Eisenbahn, da beschäftigt man sich auch in Weißenfels. Und zwar mit der Eisenbahn von heute und gestern. Die Interessengemeinschaft Eisenbahn, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, einmal genauer hinzuschauen, wie denn das war mit Eisenbahn hier in unserem Bereich. Und wir haben den Verein bei einer Vereinssitzung einmal besucht. Wir möchten Ihnen heute einen Verein in Weißenfels vorstellen, nämlich die Interessengemeinschaft Weißenfelser Eisenbahnfreunde. Was kaum einer vielleicht weiß, die Eltern sicherlich noch, irgendwann mal waren hier am Standort Weißenfels am Bahnhof rund 2400 Personen beschäftigt. Eine gigantische Zahl, und da wollen wir natürlich ein bisschen mehr erfahren. Bei mir am Tisch der Herr Tschöpp, der Vorsitzende von der Interessengemeinschaft, und der Herr Karlweit, der Pressesprecher. Und wir haben schon ein bisschen hier auf dem Tisch ausgelegt. Da gibt es einige Sachen, die wir uns heute gerne mal anschauen möchten. Herr Tschöpp, wie kam es denn zur Gründung der Interessengemeinschaft? Sind Sie alles ehemalige Eisenbahner? Nein, wir sind nicht alles ehemalige Eisenbahner. Zur Gründung kam es ganz einfach deshalb, weil einige Enthusiasten, möchte ich mal sagen, die das Bedürfnis hatten, sich mit der Geschichte der Eisenbahn zu beschäftigen. Und das war vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren ging es los, Genau. Aber nicht an dieser Stelle, wo wir heute sitzen. Nein, wir haben uns das erste Mal getroffen in Gasthof Stadt Weißenfels. Dann hatten wir einige andere Lokalitäten, sind dann hier gelandet, womit wir an sich sehr zufrieden sind mit der Unterbringung und der Atmosphäre. Und auf dieser Basis wollen wir auch weitermachen. Ja, Herr Karlweit, wenn wir in die Runde schauen, heute Abend gibt es einen weiteren Vortrag. Das ist so eine Regelmäßigkeit bei Ihnen. Wie viele Mitglieder umfasst die IG zurzeit? Also feste, aktive Mitglieder sind nur so zwischen 15 und 20 Personen. Je nachdem, welche Jahreszeit, haben wir viel auch Arbeit zu tun, aber mit 15 können wir festrechnen. Ja, und jetzt sitzt man natürlich nicht so zusammen und trinkt ein Bierchen oder auch zwei, sondern wir haben ja hier schon einiges auf dem Tisch liegen, was Sie auch in der Vergangenheit schon mal auf die Beine gebracht haben. Ich darf das mal in die Hand nehmen. 150 Jahre Eisenbahngeschichte hier in Weißenfels. Das ist der erste Teil einer Chronik, die jetzt aber noch erweitert wird. Genau, das war unser Erstlingswerk. Da hatten wir anlässlich zu 150 Jahre Zeitgeschichte, Weißenfels, Bahngeschichte, dieses Werk ausgebracht. Und bei der ganzen Recherchearbeit und Archivarbeit haben wir so viel Material zusammengetragen, dass wir dann entschlossen haben, uns ein Buch zu widmen, wo wesentlich tiefgründiger bekundet wird, was wir eigentlich gemacht haben und was mal Weißenfels war für ein wichtiger Standort. Ja, heute steht man am Bahnhof in Weißenfels, ein bisschen ein trauriges Bild, sehr oft. Bald wird es wahrscheinlich noch trauriger werden, wenn auch die ICs und ICEs dann dort nicht mehr vorbeifahren, wenn im Dezember die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut wird, Herr Tschöpp. Hier liegt jetzt was ganz Wertvolles. Das ist ein Buch. Ja, jeder, der es gerne kaufen möchte, den müssen wir noch vertrösten. Es gibt nur dieses eine Exemplar. Und das ist die Entwicklung der Eisenbahn in Weißenfels. Und sicherlich wird da auch darauf eingegangen, dass das hier mal mit 2400 Leuten auch ein ganz wichtiger Arbeitgeber in Weißenfels war. Genau so ist das. Und wir sind jetzt dabei, dieses Buch zu erstellen. Dieses eine Exemplar ist deshalb allein geblieben, weil wir es nochmal korrigieren möchten. Und dann kommen einige Exemplare mehr. Ein Exemplar kommt auf jeden Fall ins Archiv, ins Stadtarchiv in Weißenfels, sodass auch Leute, die sich dafür interessieren, dort mal nachschlagen können. Jetzt denke ich ja mal, dass es bei unseren Zuschauern auch Leute gibt, die sagen, Mensch, die Eisenbahn, die interessiert mich. Vielleicht sind sogar ehemalige Eisenbahner. So ein Buch hätte man gerne. Was muss passieren, damit Sie als IG sagen, Mensch, das Buch, das bringen wir jetzt mal in eine Auflage von, ich fantasiere mal, 100 Stück auf den Markt?
Ja, das ist das Problem, was wir noch haben. Wir sind jetzt dabei zu recherchieren, wie groß der Bedarf sein könnte. Das werden wir am heutigen Abend schon tun. Und danach richtet sich dann auch die Auflagehöhe, die wir dann bestreiten wollen und wo dann die einzelnen Interessenten ihr Exemplar erhalten können. Wir blättern jetzt nicht alle Seiten durch. Hier haben Sie auch noch ein paar Kommentare drin, aber Sie kennen ja das Buch schon. Sie haben es ja zusammengestellt. Was ist so eine schöne Anekdote hier drin in dem Buch, wo Sie sagen, das ist etwas, was Weißenfels am besten charakterisiert als den Eisenbahnstandort der vergangenen Tage? Ja, Anekdote an sich nicht. Es ist mehr oder weniger der Ablauf, die ganze Romantik des gesamten Ablaufbetriebes, denn Weißenfels war ja ein großer Rangierbahnhof. Das ist an sich das, was sehr prägnant ist für unseren Standort. Über 2000 Wagen gingen mal über den Ablaufberg und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man sagen kann, das war Weißenfels. In Ihrer aktiven Zeit, wo waren Sie eingesetzt dort? Was war Ihre Aufgabe bei der Eisenbahn in Weißenfels? Ja, ich habe an sich gelernt im BW Weißenfels als Lokschlosser, bin dann umgesattelt in die Richtung Signal- und Fernmeldetechnik, habe dann ein bisschen projektiert ein paar Jahre und bin dann aber von der Eisenbahn weggegangen. Und irgendwann nach der Wende kam dann mal der kleine Punkt, wo man gesagt hat, Mensch, man sollte das doch nicht vergessen. Und so ist dann auch entstanden die ganze Interessengemeinschaft und auch das Büchlein. Ja, es ist ja auch in der Zeit, Herr Karlweit, vieles weggekommen. Wenn man heute am Bahnsteig steht und wenn ich hier mal auf das Bild gucke, da steht es schon drunter, vor dem Abbruch, es ist eine ganze Menge weggekommen. Es steht eigentlich ja heute fast nur noch dieser Hauptbahnhof oder dieses Bahnhofsgebäude und das leider auch nicht in besonders schönem Bereich. Aber was natürlich immer wieder schön ist für alle Eisenbahnfreunde, und da nehme ich mich gar nicht aus, das ist, wenn in Weißenfels die alten Dampfrösser durchfahren. Und dieses Jahr hat man besonders viel Glück, es war eine ganze Menge da. Ja. Und auch da haben Sie gesagt, da muss was Gedrucktes her, was sich jeder an die Wand hängen kann und als Kalender das ganze Jahr nutzen kann. Genau, wir hatten angefangen vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren den ersten Kalender rauszubringen, hatten dann ein Jahr Pause gelassen und seit 2014 jetzt jedes Jahr einen neuen Kalender rausgebracht und immer wechselnd mal ältere Fotos, ältere Bildaufnahmen und mal aktuelle Aufnahmen von Sonderzügen, wo man sagen kann, okay, das ist Weißenfels und das sind die Züge, die bei uns noch durchrollen. Das einfach mal zu zeigen. Ja, und das ist also für jeden Eisenbahnromantiker sicherlich etwas. Ich kann ja mal, das ist der aktuelle aus 2015, natürlich auch immer sehr schöne Fotos drin. Das heißt natürlich hier die Neuzeit, die sogenannten Weißwürste durch Saaletal, die ICEs. Aber hier, da sehen wir natürlich wirklich Eisenbahngeschichte. Ihre Vorträge, Herr Karlweit, die heute Abend auch stattfinden, mit was beschäftigen die sich? Was erlebt der Eisenbahnfreund an solchen Vortragsabenden? Na, erstmal einen Rückblick in die Vergangenheit. Wir zeigen, die Vorträge sind so aufgebaut, dass es einen Basisvortrag gab, das war der erste. Und die jetzigen Vorträge bauen so ein bisschen drauf auf. Man kann allerdings auch die jetzigen Vorträge besuchen ohne den Basisvortrag. Er soll einen Einblick geben, wie früher das war. Und zwar mit Bildern hinterlegt. Nicht nur erzählt, sondern wirklich anhand von Bildaufnahmen gezeigt, so war Weißenfels, so hat es mal ausgesehen. Herr Czepp, das war natürlich eine ganze Menge Arbeit sicherlich, das Buch fertigzustellen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hingehen könnte, in welches Archiv, um hier Informationen über die Eisenbahn in Weißenfels zu finden. Geht das im Stadtarchiv von Weißenfels oder muss man da weiter wegreisen? Da muss man schon etwas weiter schweifen. Wir haben ja auch unsere Recherchen in Weimar begonnen. Im Stadtarchiv Weißenfels, im Museum, allerdings auch in Dessau, in Dresden. Und was sonst noch an privaten Unterlagen vorhanden war, sodass also hier eine ganze Reihe Forschungsarbeit notwendig war, um dieses Endwerk zu erstellen. Ja. Also, ganze Menge Arbeit, ist ja ein dicker Wälzer geworden, 350 Seiten. Ich denke, wer Interesse hat, am besten bei Ihnen sich melden, damit Sie feststellen können, mit welcher Auflage dann letztendlich ins Rennen gegangen werden kann. Kann man ungefähr einschätzen, wie die Kosten sein würden bei so einem Buch? Wir rechnen mal mit knapp 20 Euro etwa. Das ist für so ein Buch okay.
Der Kalender, den gibt es natürlich auch bei Ihnen. Was kostet der? Der kostet nur 5 Euro. Da ist auch Dinner. Der ist ja wirklich preisgünstig, muss ich sagen. Ja, da kann man ja fast 2 nehmen. Ja, jetzt haben wir hier auf dem Tisch auch nochmal ein Zettelchen liegen. Wir gucken in die Zukunft. 160 Jahre Eisenbahnstrecke Leipzig-Großkorbetha. Im nächsten April ist das soweit. Was kann man dazu sagen, Herr Tschöpp? Was ist das Besondere an diesem Streckenbereich? Ja, das ist ein Streckenbereich, der ja dazugekommen war, bevor die Zeitzugstrecke in Betrieb ging, sodass also das praktisch auch mit eine Grundlage war für die Entwicklung des Bahnhofs Weißenfels. Und wir sind an sich auch dankbar, dass die Kötschauer Freunde ihren Aktionsradius, sage ich mal, bis nach Weißenfels ausdehnen möchten nächstes Jahr, sodass also auch Sonderzüge von Leipzig bis nach Weißenfels fahren. Nicht nur nach Großkorbetha, wo die Strecke endete, sondern bis nach Weißenfels. Und da wollen wir die Kötschauer Freunde natürlich auch voll unterstützen. Jetzt wäre es natürlich schön für alle Eisenbahnfreunde zum einen, wenn Sie noch etwas mehr Zuspruch bekämen hier in der Interessengemeinschaft. Mitglieder kann man nie genug haben und ich denke, bei ehemals 2400 Mitarbeitern wird es sicherlich noch den ein oder anderen aus dieser Zeit geben. Eine andere Sache, die mir aber auch noch so ein bisschen vor dem Horizont herumgeistert, wir haben es ja schon gesagt, der Eisenbahnhof in Weißenfels dümpelt so vor sich hin. Man hörte jetzt, die Stadt hat Interesse, diesen zu kaufen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Wäre das nicht ein Ort für Ihre IG, um da einen Bereich zu haben, wo man diese Eisenbahngeschichte auch Leuten zugänglich machen kann, die jetzt des Weges kommen und nicht unbedingt Mitglied Ihrer Interessengemeinschaft sind? Ja, das wäre natürlich sehr schön. Wir haben ja im Bahnhof aktuell schon eine Tafel bekommen von der Deutschen Bahn, wo wir uns ein bisschen präsentieren können. Und wenn es mal einen neuen Besitzer des Bahnhofs geben würde und er uns als Sponsor vielleicht Räume zur Verfügung stellen könnte, würde man natürlich sehr freuen, wenn das so wäre. Sie haben ja jetzt schon ein kleines Räumchen, so bezeichne ich es mal, wo Sie einige Exponate haben. Sie könnten dann sowas auch mit Leben erfüllen. Definitiv. Wir haben genügend Material, um auch mal den Leuten in Weißenfels und auch in anderen Umgebungen zeigen zu können, was wir alles erforscht haben, was es mal gab und vor allen Dingen auch vielleicht ein bisschen die Zukunft zeigen, die nicht so gut aussehen soll. Ja, leider. Davon ist ja auszugehen, dass wir hier bald nur noch mit kleinen Regionalzügen zu tun haben. Wir schauen noch weiter in die Zukunft, Herr Tschöpp. Es kommt ja noch ein ganz großes Jubiläum demnächst auf uns zu. Wann wird das sein? Das wird im Jahr 2021 sein. Das klingt zwar weit weg, aber 5 Jahre sind schnell vergangen. Und da ist das Jubiläum 175 Jahre Eisenbahn in Weißenfels. Das heißt also, vor 175 Jahren, 2021, wurde dann die Strecke Halle Weißenfels eröffnet. Planen Sie schon für diesen Zeitraum etwas? Gibt es da schon Gedanken, wo Sie sagen, wir als Interessengemeinschaft, wir würden da gerne den Anschub geben, um da was wirklich Großes für diesen Tag zu machen? Wir sind dabei. Wir haben schon Ideen. Wir sind jetzt dabei, das alles zu sammeln, zu sondieren. Und dann wird das auch so weit kommen, dass wir an die Stadt rantreten, an die Bahn rantreten werden und unser Programm darlegen, was wir uns so gedacht haben. Ja, meine Herren, ich sage vielen Dank. Sehr interessant, die Eisenbahngeschichte in Weißenfels. Da gibt es mit Sicherheit noch viel zu erzählen. Wir freuen uns auf das Buch. Interessenten, wir blenden die E-Mail-Adresse und die www-Adresse mal ein. Kann sich jeder bei Ihnen ja melden über das Kontaktformular. Und dann hoffe ich, dass wir das nächste Mal in einer noch größeren Runde uns hier zusammenfinden und den interessanten Vorträgen über die Eisenbahn in Weißenfels lauschen können. Vielen Dank, angenehmen Abend wünsche ich Ihnen noch und weiterhin toi 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 für die IG Weißenfelser Eisenbahnfreunde. Das Schaufenster bei BLK Regional TV. Zu einem neuen schönen Bad gehören natürlich auch schöne Badmöbel. Die Zeit des weißen Spiegelschranks scheint endgültig vorbei zu sein. Herr Rudlow ist bei uns. Er repräsentiert die Firma Nolf, ein Unternehmen aus dem Schwäbischen. Und er hat eine ganz innovative Spiegelschranklösung mitgebracht. Herr Rudlow, zeigen Sie doch mal, was dieser Schrank Besonderes kann. Unser neuestes Modell im Hause Nolf, das Modell Lift. Ein Spiegelschrank, der ähnlich aufgeht wie bei der Lufthansa die Boxen. Wir fahren den Spiegel nach oben, haben dann Zugriff komplett in den inneren Bereich. Der Spiegel läuft um die Beleuchtung drumherum. Ich habe trotzdem noch wunderbares Licht, auch für die Damen zum Schminken. Spiegelelement in der Mitte nochmal, das ich verschieben kann, inklusive Schminkspiegel dazu, Steckdosenkombination mit Licht. Ja, und wenn wir fertig sind mit den Renovierungsarbeiten, auch für uns Männer ja mittlerweile wichtig, einfach nur dran ziehen und das gute Stück wieder runterklappen.
So, jetzt ist natürlich das Problem, der ist relativ groß. Unsere Bäder sind meistens klein. Was mache ich, wenn er nicht reinpasst? Gibt es da auch andere Größen? Nolf ist eine kleine, schnucklige Manufaktur, baut genau so, wie Sie es wünschen. Also, und dazu gibt es natürlich passend auch einen schönen Waschtisch. Der hängt jetzt diesmal an der Wand. Das Besondere ist, es ist ein Glasbecken, haben Sie mir im Vorgespräch schon erzählt. Was kann dieses Teil noch Besonderes? Ja, wir haben einfach gesagt, wir machen es mal aus Glas. Warum soll es immer nur Keramik sein oder irgendein Kunststoffmaterial? Wir haben Glas, was wir auch in den Duschkabinen einsetzen. Das Glas ist von hinten beschichtet worden, damit man nicht durchschauen kann. Ist ein formschönes Material und ich habe unten drunter nochmal wunderbar einen großen Auszug, wo wir wirklich alles reinbekommen könnten. Und auf Ihren Wunsch auch gerne mit Steckdose drin, wo dann Ihr Rasierapparat oder auch der Föhn Ihrer Gemahlin mit rauskommen wird und Strom gleichzeitig dabei ist. Dies und vieles mehr finden Sie in Ihrem Bramel Badstudio, Gewerbegebiet am Hohenstein 8 in Naumburg. Das Schaufenster bei BLK Regional TV. Adventszeit ist nicht nur die Zeit von Glühwein und Weihnachtsbeleuchtung, auch Lebkuchen gehören dazu. Daraus Häuser zu bauen, ist nochmal eine Anforderung höher. Der Neuhaus Saalsitz e.V. rief dazu auf, solche Gebäude einem Vergleich zu stellen. Wir haben uns also entschieden, hier einen Lebkuchenhauswettbewerb durchzuführen, um hier Familien und Kinder anzusprechen, das sind die Kindergruppen zu tragen. Ich hatte die Idee deshalb, weil wir das jahrelang in Taura bei Leipzig durchgeführt haben, auf dem Marktplatz immer zum ersten Advent gemeinsam mit den Pfadfindern. Und ich bin immer mit einer leitenden Person, der Pfadfinder, zusammen zu den Kindergärten gefahren und Schulen und haben dort unsere Flyer abgegeben und hatten da auch immer sehr großen Andrang. Natürlich auch noch beiden Bäckern. Und wir haben das dann immer in Kategorien eingeteilt und haben dann entschieden, also ist es Gemeinschaftsarbeit oder geht es auch in die Profis, beiden Bäckern, was hier nun dieses Jahr nicht ist, aber es ist erstmal ein Ansatz, weil es 5 Häuser sind. Und wir haben uns entschieden, nach 3 Kategorien zu bewerten, das heißt nach der Größe der Häuser, weil wir hatten vorgegeben, dass also die Grundplatte ein Backblech nicht überschreiten sollte. Oder die Zutaten, ist es eben wirklich alles aus Lebkuchenteig oder Zutaten, die dazugehören, oder sind künstliche Elemente eingebaut worden. Und danach haben wir noch uns überlegt, dass wir die Idee mit reinnehmen, welche Idee steckt hinter jedem Haus. Zum Beispiel bei dem, das fanden wir schön, weil dort wirklich so Teile sind, die man abbrechen kann, wie das bei Hänsel und Gretel im Märchen ist ursprünglich. Oder dann das eine Haus, wo die Mädels sich ausgedacht haben, hier muss eine Beleuchtung rein. In diesem Jahr kam es dann doch auf die Größe an. Das Haus der Kita Knirpsenland holte sich den ersten Preis. Die anderen 4 teilten sich in 3 zweite und einen 3. Platz rein. Wir werden es nicht aufgeben und hoffentlich beteiligen sich dann noch mehr. Also wenn das vielleicht ein bisschen publik wird, dass dann die Leute sagen, oh, mach's auch mit, es macht Spaß und es ist auch eine Gruppensache. Also ich denke, man hat Freude und ich denke, die Preise sind der Ansporn. Freude verschenken und Gutes tun. Unter diesem Motto ist die AOK Sachsen-Anhalt mit ihrer Geschenkbox noch bis zum 4. Advent auf 12 Weihnachtsmärkten in Sachsen-Anhalt unterwegs. Mit dem Kauf eines Plüschtiers für 5 Euro können Eltern, Großeltern und Verwandte nicht nur der eigenen Familie eine Freude machen, sondern spenden auch gemeinsam mit der AOK für wohltätige Zwecke. Denn automatisch gibt die AOK ein Plüschtier dazu und verpackt es in einem Geschenkkarton. Die so gesammelten Geschenke werden unter anderem an Kinder, die Weihnachten auf den Kinderstationen regionaler Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt verbringen müssen, beziehungsweise für bedürftige Kinder an soziale Einrichtungen übergeben. Am Dienstag wurde auf der Kinderstation im Georgius Agricola Klinikum in Zeitz, im Saale-Unstrut Klinikum Naumburg und hier auf der Kinderstation in der Asklepios Klinik Weißenfels diese Geschenkkartons mit Plüschteddys verteilt. Das eingenommene Geld wird am Sonntag, den 20. Dezember, an den Deutschen Kinderschutzbund in Sachsen-Anhalt übergeben. Am Donnerstag übergab der Geschäftsführer der Stadtwerke Zeitz, Andreas Huge, gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Volkmar Kunze den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Zeitz ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.
Nun haben alle Jugendwehren der Elsterstadt wieder die Möglichkeit, über einen Mannschaftstransporter zu verfügen. Des Weiteren wurde die Patenschaft mit der Jugendfeuerwehr verlängert. Seit 2011 besteht nun die Patenschaft zwischen den Stadtwerken Zeitz und der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Zeitz. Mit der erneuten einjährigen Verlängerung übernimmt der regionale Energieversorger die Patenschaft für 3 Mitglieder der Wehr. In diesem Jahr erhalten Adrian Fietz, Florian Kassel und Lars Neugebauer die Förderung. Unter anderem zahlen somit die Stadtwerke den Mitgliedsbeitrag, bezuschussen den Besuch eines Wochenendlehrganges und übernehmen die Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr. Diese Uhr ist wasserdicht. Und stoßfest. Kaufen Sie diesen Hammer. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Ein Virus legt Ihren Computer lahm, Ihr Laptop zeigt nur noch Fehlermeldungen, Sie sind am Verzweifeln und kommen nicht mehr weiter? Kein Problem für uns. Wir helfen Ihnen. Schnell, unkompliziert, vor Ort. Computernotdienst Burgenlandkreis. www.computernotdienst-blk.de 03 445 251 9577. Nur noch bis zum kommenden Sonntag haben Sie die Möglichkeit, den Weißenfelser Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die dortige Eisbahn, die bleibt allerdings noch bis zum Jahreswechsel geöffnet. Was sonst noch am letzten Adventswochenende so los ist, das verraten wir Ihnen jetzt in den Veranstaltungstipps. Am Samstag, den 19. Dezember, erwartet Sie im Zeitzer Schlosshof eine historische Schlossweihnacht. Genießen Sie das besondere Flair einer Schlossweihnacht und tauchen Sie für ein paar Stunden ein in eine andere, zeitlose Welt, voller Wärme, Geborgenheit und Fantasie. Kurz vor der Wintersonnenwende sind die Nächte besonders lang und dunkel. Je dunkler die Nacht, desto besser sind die Sterne zu sehen. Das gilt auch für die Plejaden, das Siebengestirn, das in früheren Zeiten eine besondere Bedeutung für die Menschen hatte. So können Sie ab 16 Uhr in Nebra an einer Führung auf dem Mittelberg mit Beobachtung des Sonnenuntergangs erleben. Um 16.45 Uhr gibt es eine geführte Wanderung zur Arche Nebra mit warmen Getränken am Ziel. Ab 18 Uhr gibt es einen Vortrag über die Plejaden, Sternenkindergarten und Kalendergestirn. Zum Abschluss können Sie dann noch ab 19 Uhr an einer Lesung im Planetarium mit dem Thema
In der Dunkelheit der Nacht, von Lyrik bis Science Fiction, mit Mechthild Meinecke von Planetarium Merseburg teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am Samstag, den 19. Dezember, können Sie im Weißenfelser Kulturhaus dem Himmel ein Stückchen näher sein. Stefanie Hertel, die auf mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückblickt, wird das Publikum mit einem 100%igen Live-Konzert verzaubern. Traditionelle Weihnachtslieder, wunderschöne Balladen, mehrstimmiger A Cappella-Gesang und Weihnachtsgeschichten werden von der warmherzigen Vogtländerin den Besuchern hautnah präsentiert. Mit kleiner Band und selbstverständlich ihrem Vater Eberhard Hertel wird sie eine familiäre und himmlische Weihnachtsstimmung bescheren. Beginn ist um 16 Uhr. Das Kabarett Sanftmut präsentiert Ihnen am Samstag, den 19. Dezember im Hunmölzner Bürgerhaus. Solo von und mit Thomas Manni Störrel zum unerschöpflichsten Thema der Welt. Unter dem Motto Unbeschwert mit Frau am Herd nimmt man hier einen Angriff auf ihre Lachmuskeln. Das Ganze ist gespickt mit Mannis besten frauenfreundlichen Nummern, wie zum Beispiel Gib deinem Biest eine Chance oder Hör nicht auf deine Frau. Wie immer saftige Satire mit Herz und Schnauze am Klavier. Bewaffnet mit Wäschekorb, Staubsauger und Bügeleisen als Pantoffelheld der Extraklasse. Der Traummanni aller Hausfrauen, die sich auch mal gern auf die faule Haut legen würden, zur Not auch auf Mannis. Los geht's um 20 Uhr. Am Sonntag, den 20. Dezember, erfahren Sie in Naumburg bei einer öffentlichen Stadtführung alles von Weihnachtsbräuchen und der Naumburger Stollengeschichte. Inklusive einem originalen Naumburger Kirschstollen als Geschenk. Treffpunkt ist 10.30 Uhr am Domplatz. Der Preis beträgt pro Person 8 Euro. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Reko Möbel, wir bringen Farbe in Ihr Leben. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Seit 25 Jahren ist das tagewerbende Autohaus Schulze ein verlässlicher Partner für alle Autofahrer. Zur Feier des ersten Vierteljahrhunderts sprachen wir mit dem Unternehmer-Ehepaar Wolfram und Karin Schulze. Die Feste muss man ja feiern, wie sie fallen. Und im Renault-Autohaus Schulze in Tagewerben, da gab es was zu feiern, nämlich den 25. Geburtstag. Schon ein paar Wochen her. Wolfram Schulze, der Chef, was ist denn so das Geheimrezept vom Autohaus Schulze für die 25 Jahre? Oh, Geheimrezept, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke mal, man muss solide arbeiten, man muss wirklich gute Mitarbeiter besitzen. Und ich denke mal auch mit den ganzen Geldern, mit den Kosten, Haushalten. Und ich denke mal, das haben wir bisher ganz gut gemeistert und deswegen sind wir heute noch hier. 1990, also knapp nach der Wende, ging es los. Nicht hier, sondern wo war der Start? Ja, bei uns zu Hause auf dem Hof haben wir dort ein bisschen umgebaut zur Wende und haben dort angefangen. Und naja, das war unser Start. Jetzt sind Sie ja seit 25 Jahren auch Renault-Partner. Andere Autohäuser haben da zwischenzeitlich mal die Marken gewechselt, aber bei Ihnen steht seit Anfang an der Rhombus an der Tür, das Renault-Zeichen.
aus heutiger Sicht gesehen eine richtige Entscheidung oder sagen Sie, naja, es gab schon Wochen, wo ich immer nachgedacht habe? Nee, es war eine sehr gute Entscheidung, weil Renault ist eigentlich in Deutschland der stärkste Importeur. Wir in Weißenfels sind immer sehr zufrieden, wir haben eine treue Kundschaft und ich denke mal, die sind mit Renault immer noch sehr gut bedient. Und deswegen sind wir auch heute noch so stark in Weißenfels unterwegs. Frau Schulz, jetzt ging es ja dann weiter. 1990 hat es im heimischen Hof begonnen, aber irgendwann mal platzt man ja dann aus den Nähten und wir sitzen ja heute hier außerhalb von Tagewerben. Wann ging es hier oben los? Ja, 1993, also 92 haben wir angefangen hier zu bauen und 93 sind wir dann im Mai schon eingezogen. Ja. Und dann ging es hier sozusagen in einem richtigen Autohaus los? Ja, sozusagen, weil wie gesagt, das Zuhause, das platzte aus allen Nähten. Wir hatten nur einen kleinen Raum, ein Büro, zwei Büros und naja, das war dann schon nötig, weil auch vom Parkflächen her, es ging gar nicht mehr. Also, dann ging der Weg weiter. Dann kam irgendwann mal noch eine zusätzliche Marke dazu, Herr Schulze. Richtig, die zweite Marke war dann Nissan. Nissan haben wir 2002, haben wir zuerst ein Haus gepachtet. Das hatten wir in Leisling draußen. Und wie gesagt, Nissan hat sich in den Jahren auch stark entwickelt. Und dann haben wir, wie gesagt, das auch noch in Naumburg mit integriert. Und hier in Tagewerben haben wir angebaut. Und so sind wir jetzt 3 Markenbetrieb inzwischen. Denn Dacia ist hier inzwischen auch noch dazugekommen, zu Nissan. Ja, Stichwort gefüllt, Herr Schulze. Wenn ich so über den Hof laufe, dann kommen mir so ein bisschen die Gedanken, ob der Modellvielfalt der 3 Marken, dass hier vielleicht demnächst mal die Schaufel für eine Erweiterung in die Hand genommen werden muss. Ach nein, ich denke nicht. Ich denke mal, wir können es organisieren. Das Grundstück ist groß genug. Wir sind so zufrieden, Mitarbeiter haben alle gute Arbeitsplätze und wir sind froh, wenn wir unsere Mitarbeiter und unseren Stand so halten können die nächsten Jahre. Das ist unser größtes Ziel, dass wir unseren Bestand so festigen und dass wir weiter zufriedene Kunden haben. Das ist einfach unsere Hauptaufgabe. Ja, der Kunde ist ja letztendlich der, der die Rechnung zahlt, Frau Schulze. Das wissen Sie besser als niemand anders hier im Haus. Sie machen die Buchhaltung hier und haben da so ein bisschen Blick drauf. Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt insgesamt an allen Standorten beschäftigt? Wir zählen noch mal kurz auf. Tagewerben, das Stammhaus, hier sitzen wir gerade. Wir haben Naumburg im Gewerbegebiet Schönburg. Dann haben Sie natürlich noch Ihr Lackierzentrum. Also 3 Standbeine. Wie viele Mitarbeiter insgesamt? Ja, insgesamt denke ich mal sind es so etwa 50 Mitarbeiter. Also auch ein Wirtschaftsfaktor für die Region, der nicht zu vernachlässigen ist. Wenn wir jetzt das große Glas auf den Tisch stellen und gucken mal in die Zukunft, die ersten 25 Jahre sind rum. Ja, mittlerweile ist der Nachwuchs auch schon in die Geschäftsführung eingerückt. Ja, schon einige Jahre. Also unsere 2 Söhne, die sind beide voll integriert in der Firma. Und ich denke mal, wenn ich vielleicht in 5 oder 7 Jahren dann zur Rente übergehe, da ist für gute Ausbildung gesorgt. Wie gesagt, in der Lackiererei ist der Tobias, im Autohaus ist der Michael. Dann haben wir, ja, wie gesagt, Schwiegertochter und Neffen, der Sven Schulze, der schon ewig dabei ist. Sind wir eigentlich gut aufgestellt und da habe ich eigentlich keine Sorgen. Das ist bei uns eigentlich sehr gut geregelt und ich denke mal, bis jetzt sind alle zufrieden damit. Also ein wahrer Familienbetrieb, so wie man ihn sich vorstellt. Wenn wir in die Zukunft schauen, Herr Schulze, Automobil muss man immer in die Zukunft schauen. Die Diskussionen reißen natürlich nicht ab. Der Kraftstoff ist nicht endlich. Irgendwann ist das Öl mal alle. Sie haben vorgesorgt mit Elektrofahrzeugen Ihrer Hersteller. Wie sehen Sie es persönlich? Wie wird das Autohaus Schulze, sage ich jetzt mal, in die nächsten 20 Jahre laufen? Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Auf jeden Fall hat Renault und Nissan beide, die haben da wirklich Pionierarbeit geleistet. Also es gibt sehr gute Elektroautos in allen Varianten, größer, kleiner, transportermäßig. Und wir werden schauen, was die Politik dazu gibt und dann wird sich das entscheiden. Technikmäßig ist eigentlich schon eine gute Basis vorhanden. Also dann wünschen wir dem Autohaus Schulze an allen 3 Standorten allzeit gute Fahrt. Immer noch beschäftigt uns die Frage, gibt es ein weißes Weihnachten oder gibt es keins? Ich kann es Ihnen nicht verraten, aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Und wie es jetzt am Wochenende wird, nämlich zum 4. Advent, das zeigen wir Ihnen jetzt einmal ganz genau in unserer Wettervorschau für den Burgenlandkreis. Musik.
Am Samstag ist es teils wechselnd, teils aufgelockert bewölkt und trocken. Dabei werden erneut sehr milde 11 bis 13 Grad erreicht und es weht ein schwacher Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag klart der Himmel gebietsweise auf und es bleibt weiterhin trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Am Sonntag ist der Himmel meist gering, später stärker bewölkt. Niederschlag wird aber nicht erwartet. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher Richtung. Die Temperatur steigt auf 9 bis 12 Grad. In der Nacht zum Montag kommt vom Westen her dichte Bewölkung auf und in der zweiten Nachthälfte kann es leicht regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Temperatur geht auf 9 bis 7 Grad zurück. Und auch zu Wochenbeginn ist es meist locker bewölkt und es bleibt überwiegend trocken. Auch an den Temperaturen ändert sich nicht viel. Es werden Tageshöchstwerte von 13 Grad erwartet. Also von Winter noch keine Spur. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Dienstagabend an gleicher Stelle zur gleichen Uhrzeit zur neuen Ausgabe hier bei BLK TV. Weitere Nachrichten finden Sie wie gewohnt auf unserer Website unter blkregional.tv oder im sozialen Netzwerk Facebook. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen vierten Advent, ein schönes Wochenende und dann starten Sie ganz geruhsam und gemütlich in die Weihnachtswoche. Tschüss und auf Wiedersehen.